5 Pflegeeinrichtungen aus Stadt und Landkreis Landshut, 9 Senioren und ein Ziel. Es geht nach München zu einer Stippvisite bei der bayerischen Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Hummel im Ministerium. Anschließend ist ein Besuch auf dem Schwabinger Weihnachts- und Künstlermarkt geplant. Friedrich Schmidt von der Landshuter Bürgerinitiative Pro Altenpflege hat den Ausflug geplant. Zusammen mit dem Pflegepersonal von Jodok-Stift, Magdalenenheim, Heiliggeistspital und Seniorenwohnpark aus Landshut und dem Vilsbiburger Caritasheim Geschwister-Lechner-Haus. Im neu geschaffenen Gesundheits- und Pflegeministerium wird die Gruppe zu Kaffee und Kuchen erwartet. Das ist nicht alltäglich, dazu braucht man auch wirklich Einsatz und man muss was dafür tun, aber es bringt was. Es ist sehr viel sinnvoller, wenn jetzt unsere Chefin, unsere Ministerin erfährt, wie sind denn die Leute drauf, wie geht's denen, wie sind die und die reden können. Es sind ja auch viele Heimsprecher dabei, die ja auch unter den gewählt werden und für das Heim auch mitsprechen. Nicht fürs Heim, sondern für die Senioren im Heim. Ministerin Melanie Hummel setzt auf den persönlichen Dialog mit den pflegebedürftigen Senioren. Sie berichtet über ihren Alltag als Politikerin im Allgemeinen, über die Herausforderungen als Pflegeministerin im Besonderen und sie hört auch zu. Zum Beispiel Hilde Bock. Die 87-jährige Heimbewohnerin aus Vilsbiburg ist eigentlich fit, fitter als damals, als sie mit Pflegestufe 2 ins Heim gekommen ist. Aber dass sie nach einer erneuten Begutachtung heute als rüstig eingestuft wird und für ihren Platz in der Pflegeeinrichtung ganz alleine aufkommen muss, das versteht sie nicht. Ich sitze seit 7 Jahren im Rollstuhl und meine Hände, also die haben sie früher gar nicht beobachtet, wenn sie da kontrolliert haben oder was. Ich kann so viel nicht machen mit den Händen. Ich kann weder schreien und kein Schuhbandel binden, gar nichts. Ich kann so viel nicht machen. Ich habe extra ein Besteck. Da, wo so ein Dings drauf ist, ein Schaumgummi, das ich halten kann. Aber eine Pflegestufe habe ich schon seit 2 Jahren weg. Und das finde ich nicht richtig. Konkrete Hilfe kann die Ministerin zwar nicht versprechen, aber immerhin will sie sich der Sache annehmen. Zuallererst ist es natürlich mal erfreulich, wenn jemand von der Pflegestufe 2 eben sich verbessert, dass er zum Rüstigen wird. Aber gleichzeitig hat sie mir eben auch geschildert, dass sie aber so rüstig ja gar nicht ist, dass sie sehr wohl Unterstützung braucht. Und deswegen habe ich gesagt, wir gehen dem gerne nach und fragen da nochmal, wie es mit ihrer Einstufung ausschaut. Weiter betont die Ministerin, sie werde sich auch im neuen Jahr sowohl in Bayern als auch auf Bundesebene intensiv für die Belange der pflegebedürftigen Menschen und der Pflegekräfte einsetzen. Dafür hat nicht nur Bürgerinitiativenvorsitzender Friedrich Schmidt einen ganz konkreten Wunschzettel. Es darf nicht mehr so sein, dass die Schwestern im Heim mehr Zeit am Schreibtisch sitzen, als sie Zeit haben, bei der Bewohnerin, dem Bewohner am Bett zu sein. Das muss reduziert werden. Alle sind sie willig und wirklich besorgt um eins. Also wenigstens habe ich das Empfinden. Aber man kann kein Wort reden. Mal so, sagen Geschwister, so und so war die Nacht und ich hätte das gern so und so. Das gibt es nicht, weil man keine Zeit hat. Leider. Ich bewundere diese Aufopferung von den Leuten, immer freundlich, auch wenn sie überlastet sind. Immer wenn es so ist, sind sie da, wenn Zeit ist, nicht wahr? Melanie Hummel verspricht, sich für eine Entbürokratisierung einzusetzen und mit neuen Informationskampagnen dazu beitragen zu wollen, mehr fachlich qualifiziertes Personal für die Pflegebranche zu gewinnen. Sie berichtet von ihren politischen Zielen und trotzdem wirkt sie auf die meisten der Senioren nicht wie eine typische Politikerin. Ich finde, sie ist jung für sowas. Ja, jung, aber ich hoffe, dass sie so durchhalten mit ihrer Jugend. Und dass sie alt wird wie mir und dass sie mal so spüren kriegt, was wir spüren. Das ist ein Herzenswunsch für alle. Ja, sie macht einen sehr guten Eindruck, muss ich sagen. Sie ist auch so, sie hört einen auch zu und kennt die Klagen an, die man so vorbringt. Nur wenige Kilometer weiter in Schwabing steht der nächste Höhepunkt an diesem vorweihnachtlichen Spätnachmittag auf dem Programm. Der Besuch des übrigens barrierefreien Weihnachts- und Künstlermarkts an der Münchner Freiheit. Lichterglanz und Weihnachtsduft. Für manche der Senioren ist es eine echte Premiere. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das war Ihr erster Weihnachtsmarktbesuch? Ja.
Und, wie gefällt Ihnen sowas? Wunderschön. Ja, schön, groß. Man weiß gar nicht mehr, wo man hinschauen soll zuerst, gell? Diese künstlerischen Ausstellungen, das ist schon schön. Also. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Ja. Es ist eine wunderbare Anlage. Und auch von oben, wenn man so runterschaut. Ne? Und dann Geruch von den gebrannten Mandeln. Der Ausflug hat sich gelohnt, sind sich alle einig. Der Besuch bei der Ministerin war informativ, die Stippvisite auf dem Weihnachtsmarkt einfach nur schön. Und vielleicht, so hofft es Friedrich Schmidt, tragen solche Ausflüge auch ein bisschen mit dazu bei, das Image der Pflege zu verbessern und die Rahmenbedingungen für die Pflegekräfte zu optimieren. Dann sind solche oder ähnliche Ausflüge nicht nur ins Ministerium, in Zukunft vielleicht öfter möglich, weil wieder mehr Zeit bleibt für die Senioren. Für Friedrich Schmidt ist es mehr als nur ein frommer Weihnachtswunsch.